Also die meisten von euch haben ja bestimmt irgendein Open-Source-Projekt und das muss ja irgendwie finanziert werden, weil Geld kommt ja nicht von irgendwoher. Und da haben die beiden Stellen jetzt ein Projekt vor, wo ihr euch bewerben könnt und das finanzieren lassen könnt. Cool, und das werden wir uns jetzt anhören. Bühne frei. Achso, bei zwei Mikros. Danke. Hallo. Danke, hallo. Ich bin Marie vom Prototype Fund. Ich bin beim Prototype Fund Projektmanager und Program Manager und ich organisiere da Veranstaltungen. Und wir werden euch ein bisschen erzählen, so was der Prototype Fund ist. Genau, ich bin Thomas, ich bin auch Programmmanager beim Prototype Fund. Das bedeutet, dass wir uns in der Förderphase vor allen Dingen um die Belange der aktuell geförderten Projekte kümmern. Hat jemand von euch schon mal vom Prototype Fund gehört? Ja, oh, nicht schlecht. Hat sich schon mal jemand beworben? Nein, na, das wird ja dann kommen. Dann gibt es auch niemanden, der gefördert wurde bisher. Okay, der Prototype Fund ist ein Projekt, was sich zum Ziel gemacht hat, gemeinwohlorientierte Software zu fördern. Also wir fördern Open-Source-Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert. Wir probieren da, abseits von anderen Förderungen, einen anderen Weg zu bestreiten, indem wir anstatt große Summen an große Firmen zu geben, dass wir kleine Einzelunternehmer und Gruppen mit kleinen Summen unterstützen. Dabei wollen wir auch möglichst die Bewerbung ganz niedrigschwellig halten, dass man eben datensparsam sich bewerben kann und einfach mit ein paar Klicks ein paar Fragen beantworten kann. Damit das möglich ist, arbeiten wir mit Partnern zusammen. Also das ganze Formelle macht für uns der Projektträger vom DLR. Weiter wollen wir die Erfahrungen, die wir mit dem Prototype Fund machen und der Förderung von kleinen Projekten, die wollen wir auch möglichst teilen und anregen, dass andere Projekte das nachmachen, dass eben noch viel mehr Geld für Open Source zur Verfügung steht. Wir sind ein Projekt der Open Knowledge Foundation. Die kennen vielleicht auch ein paar von euch. Andere bekannte Projekte von der Open Knowledge Foundation sind zum Beispiel Jugendhakt oder Frag den Staat mit Top Secret und es gibt noch viele, viele andere. Und wir sind selbst gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das heißt, alles Geld, was wir den Projekten geben und das, was wir brauchen, um unser Projekt am Laufen zu halten, bekommen wir vom Ministerium. In Zahlen, was wir bisher erreicht haben, jedes Projekt, was von uns gefördert wird, kriegt innerhalb der 6 Monate, so lang ist die Förderphase, maximal 50.000 Euro mit 5% Eigenbeteiligung, kommt raus 47.500 Euro. Das ist die maximale Summe, die entweder eine Einzelprogrammiererin, Programmierer bekommt oder eben die Gruppe, also pro Projekt. Bisher, inklusive der Runde, die wir augenblicklich fördern, haben wir 118 Projekte, die schon Geld bekommen haben von uns. Und insgesamt sind das demzufolge 4,8 Millionen Euro, die wir jetzt ausgegeben haben. Im Schnitt fördern wir so 20 Projekte, maximal 25 pro Runde. Bewerben kann sich einfach jeder mit einer Idee zu einem Projekt. Wichtig ist, dass das innovativ ist, vor allen Dingen auch lösungsorientiert und dass es ein konkretes Problem verbessern oder gar beseitigen möchte, was möglichst die ganze Gesellschaft betrifft. Aktuell sind wir in der 6. Runde. Die Runde hat gerade einen Themenschwerpunkt, der widmet sich der Nachhaltigkeit und heißt Commit System erneuern. Ungefähr die Hälfte der Projekte, die wir fördern, augenblicklich fördern, hat sich zu dem Schwerpunkt beworben und wurde angenommen. Die anderen Projekte müssen nicht den Hauptschwerpunkt bedienen, sondern die sind zu unseren 4 Hauptschwerpunkten. Das ist vor allen Dingen Civic Tech, Datensicherheit, Data Literacy und Softwareinfrastruktur. Unter Civic Tech verstehen wir digitale Tools für Bürgerinnen und Bürger. Die Tools sollen eine gesellschaftliche Teilhabe vereinfachen oder ermöglichen. Das sollen Tools sein zur Mitsprache, zur Mitbestimmung und zum Übernehmen von gesellschaftlicher Verantwortung.
und soll mehr Transparenz schaffen und überhaupt eine Bürgerbeteiligung ermöglichen. Zur Datensicherheit, darunter verstehen wir Tools, die die Privatsphäre unterstützen und fördern und sichere Kommunikation und Tools mit einer großen Datensparsamkeit, Werkzeuge mit Fokus auf Privatsphäre, Kommunikation untereinander, Datenübertragung. Das Ganze sollte möglichst frei von Überwachung oder Manipulation sein. Deswegen ist es ganz wichtig, Tools in diesem Bereich zu fördern. Die Tools müssen alle als Open Source veröffentlicht werden, was eben auch durch die mögliche Einsicht in die Quelldaten überhaupt erstmal ermöglicht, dass man den Tools auch vertrauen kann. Wir sind der Meinung, dass das alles zusammen eine Grundvoraussetzung für selbstbestimmtes Handeln ist. Und Data Literacy oder auch besser Datenkompetenz erwarten wir Anwendungen rund um die Nutzung und Analyse von offenen Daten. Bürgerinnen und Bürger sollen damit befähigt werden, sachgerecht erstmal mit Daten umzugehen und große Datensammlungen interpretieren zu können. Denn erst wer die Daten kennt und für sich auslegen kann, der kann sie auch nutzen. Und Softwareinfrastruktur sind, darunter verstehen wir Werkzeuge für den einfachen Betrieb von Software, Projekte und Tools, die den Betrieb von Anwendungen und Software erst ermöglichen oder mindestens vereinfachen, die kompetentes und souveränes Verwalten dieser Anwendungen ermöglichen und auf Wunsch ist das möglich, auch dezentral und quelloffen. Wir möchten damit erreichen, dass Nutzerinnen und Nutzer in Gruppen selbstbestimmt handeln können. Vielfältige Nicht-Monopole-Lösungen tragen halt eher dazu bei, das Netz sicherer zu machen und auch Angriffe auf Infrastrukturen zu erschweren. Und warum das Ganze jetzt in Free, Libre und Open Source? Erstmal zur Begriffsklärung. Die meisten kennen von euch wahrscheinlich Open Source. Ich erkläre es aber nochmal für alle, die es nicht kennen. Also das sind Anwendungen, die zum einen frei verfügbar sind, die unter einer freien Lizenz veröffentlicht sind und deren Quellcode frei im Netz ist und verfügbar. Ja, Open Source ist einfach ja für die Open Source machen und die es nutzen. Es macht glücklich. Open Source ist erschwinglich für alle sozialen Schichten, nicht nur für die es sich leisten können und das auch auf der ganzen Welt. Und entgegen vieler proprietärer Lösungen schützt eine Open Source Lizenz auch vor zum Beispiel plötzlichen Nutzungsgebühren oder komisch geänderten AGBs. Transparenz, Open Source schafft Transparenz und damit Vertrauen und Sicherheit in die Software und Infrastruktur, die wir alle gemeinsam nutzen. Da wir meist nicht nur die Daten von uns selbst, sondern auch die unserer Freunde und die von Freunden, Freunden auf unseren Rechnern und den Servern von Anbietern, die wir nutzen haben, ist es umso wichtiger, wenigstens entscheiden zu können, wie die Daten verwaltet werden und wem ich sie gebe. Und der Community-Aspekt von Open Source, wenn die Quellendaten offen sind, können sich auch viele mehr an der Entwicklung beteiligen, denn zusammen sind wir alle besser als allein. Dabei kann man von den anderen lernen und damit selber besser werden und das wiederum auch teilen und somit zur größeren Qualität von Software beitragen. Die Pflege und die Wartung von Software bleibt nicht die Pflicht von Einzelnen, sondern kann auch verteilt werden. Und die entstehenden Projekte und Produkte können viel einfacher verbessert werden und auch sogar an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Und jetzt erzählt euch Marie was zu unserer aktuellen Förderrunde. Genau, jetzt wisst ihr ein bisschen, was das Prototype Fund ist. Und weil ihr euch jetzt für die Runde 7 bewerben könnt, dachte ich, ich erkläre euch ein bisschen mehr zu unserem Thema. Der Fokus, den wir dieses Mal ausgewählt haben, ist Engineering Trust Vertrauen bauen. Nicht nur, weil es cool klingt, sondern auch, weil allgemein dieses Thema Trust sehr vielfältig ist, dass man da sehr viele verschiedene schöne Sachen machen kann.
Als wir angefangen haben mit Trust beim Prototype Fund, dann war ich ganz neu und dann habe ich erstmal ziemlich lange überlegen müssen, was kann man da alles machen, weil ich hatte den Eindruck, fast alles, was man mit Open Source macht, hat irgendwie irgendwas mit Vertrauen zu tun, wäre es nur, weil es Open Source ist und dass man da Quellcode lesen kann und so weiter. Wenn ihr an Trust denkt, könnt ihr einfach an alle Technologien denken, die irgendwas mit Vertrauen zu tun haben. Wäre es Vertrauen zwischen Menschen und Menschen oder Vertrauen zwischen Menschen und Geräte, zwischen Menschen und Unternehmen, zwischen Menschen und Regierungen, zwischen Menschen und Presse und Menschen und Informationen. Da gibt es echt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Ich nenne einfach jedes Mal ein paar Beispiele, damit ihr konkret versteht, worum es geht. Hier haben wir zwei Beispiele, die wir tatsächlich schon mal gefördert haben beim Prototype Fund. Das ist einmal der Open Data City Census, der macht die Open Data Bemühungen der Städte Deutschlands vergleichbar und meine Stadt transparent sind einfach neue Herangehensweise für Ratsinformationssysteme. Das zweite ist Vertrauen in Institutionen und Rechenschaftspflicht. Da konnten wir nicht, frag den Staat nicht erwähnen. Das Projekt ist ja auch bei uns bei der Open Knowledge Foundation dabei. Das ist einfach eine Plattform, wo Bürger Anfragen auf Basis von Gesetzen wie zum Beispiel Informationsfreiheitsgesetze stellen können. Auch schon mal vom Prototype Fund gefördert ist SecureDrop im Bereich Journalismus. Also wie können Quellen vertrauen, dass Journalisten mit Daten richtig umgehen? Wie können Journalisten checken, nochmal Infos von Quellen kriegen und so? Das hat SecureDrop sehr schön gelöst. Auch ziemlich nah an Journalismus ist Open Source Intelligence. Da mögen wir das Projekt Forensic Architecture ziemlich sehr gerne als Beispiel. Das ist eine Gruppe in London, die gucken sich einfach sehr viel offene Daten wie Satellitendaten an und schauen, was zum Beispiel in Kriegen passiert, was zerstört wurde, welche Spuren es gibt und analysieren das. Verifikation und Datenforensik, da gibt es extrem viele Beispiele, die man nennen könnte. Ein sehr schönes Beispiel, der ziemlich neu ist, ist das Projekt Fish Detect von Claudio Guarneri. Das ist ein Projekt, was Leute, die vielleicht in Gefahr sind wegen Journalismus und Aktivismus, hilft, Phishing-Attacks zu identifizieren und zu schauen, was sie damit machen können, wie sie sich schützen können. Natürlich gibt es auch das große Thema sichere Kommunikation und Verschlüsselung. Das ist vielleicht das Thema, was man am ersten im Kopf hat, wenn man Trust sagt. Natürlich alles, was mit GPG, Web of Trust und so weiter zu tun hat. Da ist das Wort Trust sogar drin. Wir haben jetzt ein Messenger als Beispiel Wire genommen. Es gibt natürlich viele, es könnte auch Signal oder Matrix Riot oder was auch immer sein. Und LibreSSL und solche Projekte darf man natürlich auch nicht vergessen, die werden ziemlich oft vergessen. Dann gibt es die ganze soziale Fragen, Social Media und Disinformation. Wie vertraue ich die Infos, die ich auf sozialen Medien, in der Presse und so weiter lese? Da hat die Knight Foundation eine sehr schöne Liste von Anti-Mass-Information-Tools erstellt. Wenn man in dem Bereich was machen möchte, kann man sich vielleicht mal die Liste durchlesen. Und dann als letztes noch in der Runde 6 zu Nachhaltigkeit fördern wir zurzeit das Portal selbst Sozialbilanz Elektronik. Das ist ein Portal für Nachhaltigkeitsanalyse von Bauteilen, also zum Beispiel auch bei Menschenrechtsverletzungen, bei der Produktion und so. Und da ist die Frage einfach, wie können Verbraucher Unternehmen vertrauen? Wer kann gefördert werden, wenn ihr jetzt ganz schön viele Ideen habt? Es könnte sein, dass jemand schon gedacht hat, bei dieser Liste passt meine Idee auch ganz gut. Kann einfach diese paar Regeln jetzt zuhören. Ja, der wichtigste Punkt ist, ihr braucht, um euch bewerben zu können, den Wohnsitz in Deutschland. Das heißt, dass ein angemeldeter Wohnsitz genügt. Staatsbürgerschaft ist dabei überhaupt nicht relevant. Die Kommunikation findet zwischen dem Ministerium und den geförderten Projekten auf jeden Fall auch auf Deutsch statt. Das heißt nicht, dass sich nicht anderssprachige Menschen bewerben können. Die bräuchten dann aber auf jeden Fall Unterstützung, wenn sie kein Deutsch fließend sprechen. Wichtig ist auch die Volljährigkeit, damit man überhaupt Geld empfangen kann vom Ministerium und gefördert werden kann.
Für Kids gibt es zum Beispiel Jugendhakt oder jetzt fängt auch gerade der Capture the Flag Workshop an, also wenn ihr noch jemanden Minderjähriges kennt, der irgendwas Sinnvolles gerade machen möchte, läuft jetzt parallel. Man muss in Deutschland Steuern zahlen und das auf jeden Fall während des Förderzeitraums. Was davor und danach passiert, ist dabei nicht unbedingt relevant. Gefördert werden von uns vor allen Dingen selbstständige ProgrammiererInnen und kleine Gruppen. Was wir nicht fördern können und auch nicht wollen, sind Firmen, wie anfangs erwähnt, gibt es dafür andere Förderprogramme. Wir wollen eben die erreichen, die sonst weniger Chancen auf Förderung haben. Und die große Bedingung ist auch, dass die Quelltexte von dem Code, der geschrieben wird, am Ende bei Projektabschluss unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden und auch verfügbar sein müssen. Und Marisa, gibt es noch ein paar Tipps zur Bewerbung an sich? Ja, wenn wir schon da sind, haben wir gedacht, wir erzählen euch auch ein bisschen, wie ihr euch richtig bewerben könnt. Das Erste, was sehr wichtig ist, ist, sprich eine Sprache, die jeder versteht. Also man muss natürlich auch Deutsch einreichen und einfach ganz klar und sauber schreiben. Manche Leute neigen dazu, einfach sehr viele technische Details zu geben und vergessen dann ein bisschen zu sagen, warum ist das wichtig und was kann man überhaupt damit machen. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass man einfach im Kopf haben kann, dass man drei Fragen klar beantworten muss, wenn man diese Bewerbungsfragen beantwortet. Was mache ich, warum mache ich es und wie werde ich es machen? Wenn man diese Fragen schon ganz klar beantwortet hat, dann hat man schon einen großen Teil der Bewerbung geschafft. Wie innovativ die Idee ist. Also ich mache eine Kopie von bla, aber es gibt nichts Neues dazu, wird uns nicht helfen. Wir wollen echt zu sehen, wie neu es ist. Also es kann ein Teil von etwas sein, was es noch nie gab. Es kann etwas ganz Neues sein. Es kann auch etwas sein, was es nur in Closed Source gibt und was man zum ersten Mal Open Source macht. Aber man muss das ganz klar sagen, was der Mehrwert ist. Wir haben jetzt ziemlich viel über den Schwerpunkt Trust geredet, aber wir nehmen auch andere Ideen an. Das Schwerpunkt ist da, damit wir so eine gewisse Richtung geben, damit ein Teil der Projekte zu dieser Richtung passen, aber wir haben bei der Runde zu Nachhaltigkeit zum Beispiel auch ein Projekt, das Closely to Encrypt heißt, was für die Verschlüsselung von Debian-Systeme ist, wenn man seinen Laptop schließt einfach. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wir sind auch noch offen für andere Ideen in Bereichen Civic Tech, Security, Datenkompetenz und Softwareinfrastruktur. Weitere Tipps gibt es uns auf unserem Blog. Hier ist die URL prototypefund.de/bewerbungstraining. Da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, was wir euch empfehlen, wenn ihr euch bewirbt. Was ihr von uns bekommt, natürlich kriegt ihr Geld, das ist klar. Wenn ihr ausgewählt wird, gibt es halt eine Bezahlung, aber auch eine Betreuung. Wir sind als Team da und unterstützen dann die Projekte. Das heißt nicht, dass ihr Rechtsberatung kriegt oder steuerliche Beratung, sondern dass wir einfach mit euch da sind, wenn ihr Probleme habt, wir reden mit euch, wir können euch noch Tipps geben, vielleicht Leute vorstellen, die euch weiterhelfen können und so weiter. Das Zweite ist, ihr kriegt bei uns auch Coachings. Da könnt ihr zwischen UX, UI oder Project Management entscheiden. Da kriegt ihr zweimal eine Session mit externen professionellen Anbietern, die in der Open-Source-Welt auch sich gut auskennen. Das Dritte ist Sichtbarkeit. Wir promoten die Projekte, die wir fördern natürlich und wir organisieren auch Veranstaltungen, unter anderem auch das Demo Day, wo das Ministerium dabei ist, wo jeder sein Projekt vorstellen kann und sorgen dafür, dass dann auch Videomaterialien und Textmaterialien entstehen. Also ihr kriegt da auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, als würdet ihr allein in Keller programmieren ohne Finanzierung. Und wir haben ein Alumni-Netzwerk. Wenn man so viele schöne Projekte hat, kann man die natürlich untereinander vernetzen. Wir haben auch noch Kontakte. Wir versuchen auch noch Veranstaltungen zu organisieren, wo ihr euch dann treffen könnt, Wissen austauschen. Wir haben Channels, wo wir Jobs ankündigen und so weiter. Also ihr seid dann einfach Teil von einer Community mit richtig, richtig viele andere coole Projekte. Das Letzte ist einfach, jetzt ist Zeit, euch zu bewerben. Die letzte Runde ist noch bis zum 30. September offen. Das ist richtig machbar, sich noch zu bewerben, weil ihr müsst für die Bewerbung nur ein paar Fragen beantworten. Also es
ich kenne viele Leute, die haben sich in einen Tag beworben. Wenn man schon eine klare Idee hat, muss man das nur noch aufschreiben. Das ist jetzt nicht, dass man Videos produzieren muss und lange Paragraphen schreiben muss über technische Details. Also das schafft ihr noch, wenn ihr das wollt. Wenn ihr Fragen habt, wir haben natürlich jetzt ein Q&A und Hasmo und ich sind noch heute da und morgen Teil des Tages und hier sind unsere Kontaktdaten. Jetzt ist Zeit für Fragen. Danke. Dann gebe ich dir mal das Mikrofon so runter. Ach, da ist es. Mal gucken, ob das geht. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich bin Präsident von einem Verein, der nennt sich WPIA, das ist World Privacy and Identity Association. Und was wir machen ist, wir sind derzeit dabei, eine Zertifizierungsstelle aufzubauen. Wir sind mit dem deutschen TÜV im Audit und wir würden uns gerne bewerben, wenn wir die Aussicht auf Erfolg, sprich auf gewisse Anteile an Geld auch tatsächlich sehen. Ich sehe die nicht. Ich sage Ihnen mal warum. Wenn wir uns bewerben, wir haben auch hier mal nachgefragt, dann heißt es ja, was macht ihr? Ja gut, wir verteilen Zertifikate fürs weltweite Publikum kostenfrei. Dann kriegt man zur Antwort, naja, das ist eine alte Technologie. Das stimmt, sie ist alt, sie ist bewährt, sie ist nicht ausgereizt. Aber passt aufgrund der Anforderungen, wir brauchen was Modernes, wir brauchen eine neue Sau, die wir durchtreiben, kommen wir nicht in den Topf der Förderung rein. Das Zweite ist, unser Verein sitzt in Österreich. Wir haben mittlerweile die EU seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem geht es sowohl in Österreich als auch in Deutschland Förderstellen, die den nationalen Charakter der Projekte betonen. Das macht in Österreich beispielsweise NetIdee. Das ist eine Projektförderung von NIC.at, also dem österreichischen Registrar. Und dort wird viel geschwätzt über Privatsphäre. Danach müssten wir ganz weit vorne sein. Sie interessieren sich dafür nicht. Das ist der Fakt. Wir haben in Deutschland einen Förderverein mit Sitz in Berlin, vom Finanzamt akzeptiert als gemeinnützig und so weiter und so fort. Und wenn wir sagen, wir hätten gerne 50% der Auditkosten, die liegen jetzt knapp über diesen 47.500 Euro, dann hätten wir im Grunde genommen ein ziemlich ausgereiztes Budget. Ich fürchte nur, da kommt man nicht hin. Meine Frage ist, könnt ihr uns bei einer Bewerbung an der Stelle helfen? Könnt ihr uns da entscheidende Tipps geben, wie wir tatsächlich einen Schritt weiterkommen? Ich verstehe das Dilemma. Danke für die Frage. Ich sehe zwei, drei Punkte. Also zum einen richtet sich unsere Förderung, die wir machen, wirklich ausschließlich an Einzelunternehmerinnen und kleine Gruppen und explizit nicht an Firmen. Wir sind ein ganz kleines Projekt, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, eben abseits von anderen Fördermaßnahmen eben auch noch Menschen zu erreichen, die sonst keine Förderung haben. Die Beschreibung des Nutzens des Projektes trifft absolut auf unsere Förderung zu, da sehe ich erstmal. Also es ist Softwareentwicklung, die sehr vielen zugutekommt. Das wird nicht der Punkt sein. Wir haben keinerlei rechtlichen Anspruch auf eine Förderung, also jede Person ist eingeladen, sich bei uns zu fördern, aber wir können von unserer Seite überhaupt nicht von vornherein sagen, auf die und die Art und Weise gibt es auf jeden Fall eine Förderung, sondern ich würde dazu ganz in drei Sätzen mal erläutern, wie unsere Förderauswahl passiert. Also wir haben zuerst die Fördermaske, in dem die Projekte angeben, was sie bisher gemacht haben, was sie machen wollen. Dann gibt es eine Jury, die diese Projekte vorgelegt bekommt und eine Empfehlung an das Ministerium ausspricht, was gefördert werden soll. Diesem wird meistens stattgegeben und dann kommt entweder noch ein Projekt dazu oder nicht. Und schon weil das eine Juryauswahl ist, können wir gar nicht verbindlich sagen, ob eine Förderung erfolgreich ist oder nicht. Und dadurch, dass es das bundesdeutsche Ministerium für Bildung und Forschung ist, können wir auch keine Projekte in Österreich fördern. Habe ich noch irgendwas an den Fragen vergessen oder gibt es da noch eine Nachfrage?
Also vergessen kann ich im Moment nicht sagen, aber wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind keine Firma. Wir haben eine Firma gegründet. Der einzige Aktionär in dem Sinne ist der Verein selbst. Und das ist eine Sache, die wir nötig haben, um die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Mitglieder gegenüber dem Finanzamt abzusichern. Es wird irgendwann Tätigkeiten geben, die zu besteuern sind. Und damit das sauber getrennt wird, brauchen wir eine, ja, so eine Art Umbrella GmbH. Und die sitzt in Österreich. Genau, wir fördern keinerlei Körperschaften außer Gruppen von Entwicklerinnen, die als GbRs sich eintragen und darüber Steuern zahlen, also die Steuern für die Förderung, oder eben Einzelunternehmer. Wir dürfen keine Vereine und andere eingetragene Gruppen fördern. Das ist leider ausgeschlossen von unserer Seite. Das würde aber heißen, dass wenn unsere Mitglieder auf die Idee kommen, sich einzeln zu bewerben, dann wäre das ja schon umgangen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Gut, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Felix Haseroth, ich habe noch mal eine Frage. Habt ihr schon mal Elektronikprojekte gefertigt, wo jetzt zum Beispiel die GABA-Daten auch unter Open-Source-Lizenz dann veröffentlicht werden? Wir sind ein Softwareprojekt, kein Hardwareprojekt. Wir finden, dass das Thema Hardware auch sehr wichtig ist, aber leider haben wir jetzt einfach dieses Geld für Softwareprojekte. Was wir schon finanziert haben, ist Firmware für Elektronik. Ja, und wir erkennen da auch direkt die Lücke und den Bedarf. Wir bedauern das, dass wir sowohl keine Vereine fördern können und auch keine hardware-spezifischen Projekte. Deswegen wollen wir die Idee auch weitertragen, dass irgendwie andere Leute auch Initiative ergreifen, und es gibt auch Gespräche mit anderen, dass eben auch Hardwareförderung über ein anderes Projekt möglich wird. Aber das muss auf jeden Fall auch kommen, ja, weil Gemeinwohle Hardware ist genauso wichtig wie Software. Hallo. Ihr habt vorhin kurz erwähnt, für Firmen würde es noch andere Projekte geben, aber soweit ich weiß, gibt es kaum Softwareförderung, auch nicht für Open Source. Wisst ihr da was mehr oder könnt ihr da auch irgendwelche Projekte nennen zumindest, die es da gibt? Zugegeben habe ich mich vor allen Dingen in der Förderlandschaft für kleine Open Source Projekte umgeschaut. Also nein, ich kann da leider nichts für Firmen nennen. Es gibt europaweit noch Fördertöpfe für Open Source Software. Inwieweit da Firmen sich bewerben können, weiß ich nicht, aber Firmen haben es generell erstmal einfach, überhaupt an Geld zu kommen als Einzelunternehmerin. Und wir wollen halt auch die in ihrer Freizeit eh schon Open Source machen und dafür mal Geld brauchen, damit das auf einen Status gehoben wird, der mindestens dem eines Prototypes entspricht. Dafür wollen wir die Förderung, dass darüber hinaus dann weitergegangen werden kann. Ich knüpfe vielleicht da noch kurz an. Es gibt den Digitalbonus, ich glaube, der ist vom Bund, der einfach generell für Software, für Firmen ist, nicht speziell Open Source. Vielleicht wäre das schon die erste Anlaufstelle. Keine Ahnung. Genau, meine Frage ist, ich habe ein Projekt, eine Art, also viele Technikvereine bieten für ihre Mitglieder irgendwie an Webseiten-Hosting und E-Mail-Hosting, sowas in die Richtung, dass man quasi da eine fertige Lösung entwickelt, weil viele Vereine dann irgendwie entweder auf sowas wie Plesk zurückgreifen, was Geld kostet, oder irgendwas Eigenes zusammenbauen, eine fertige Lösung quasi basteln als Open-Source-Lösung. Lässt sich sowas fördern oder ist das, weil das relativ wahrscheinlich vielleicht ein Installer selber schreiben und der Rest ist eher so schauen, was gibt es schon, wie kann ich das zusammenbauen? Also es gibt zwei große Punkte, die man bei einer Bewerbung im Kopf haben sollte. Zum einen ist das eine Innovationsförderung, stimmt, das haben wir noch gar nicht so groß erwähnt, also es geht um innovative Ideen und Projekte, die umgesetzt werden müssen. Und das andere ist die gesellschaftliche Relevanz, also wie viele Menschen erreiche ich damit? Und das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich, also ich verstehe das und ich finde, Vereine brauchen auf jeden Fall eine Infrastruktur, auf die sie sich verlassen können und die sie selbst hosten können und wo sie komplett darüber entscheiden können, was damit passiert. Ich glaube, dass es
sinnvoll ist, sich umzuschauen, was gibt es schon, was kann ich eventuell an eine Lösung, die es schon gibt, noch beitragen als innovatives Zusatzmodul, wenn es einfach um eine Änderung eines schon bestehenden Systems und Anpassung geht, das können wir nicht fördern, aber wenn es eine Neuentwicklung ist, schon, und wenn das sehr viele Vereine betrifft, diese Idee, dann auf jeden Fall. Cool, Dankeschön. Ja, danke, und ich hoffe, es sind einige von euch dabei, die sich bewerben werden. Und meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr privat stellen wollt. Wir sind noch da. Danke. Und viel Spaß noch.